Hallo, wir sind zurück in Jemen und werden Müde zur Seite gerempelt. Die Müdenheit. Haben wir ihn gerade gesehen? Ich bin also ein Zombie an unsere Burka tragenden Fans. Ich bin da runtergekommen. Das macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Du weißt halt, ich sehe halt meine Gegenüber in Menschen. Oh Mann, der muss echt viele Prellungen haben. Das wird langweilig. Ey, das langweilig. Ich würde mich nicht langweilen bei sowas, wirklich nicht. Das ist vielleicht so geschießen. Ja, dann bin ich tatsächlich ein bisschen Farbe. Lebensgefahr ist öde. Das Leben am Limit. Kann auch nicht, ne? Man muss auch mal was erleben. Ja, zum Beispiel das Lesen. Keine Bügel! Oder mal ein DVD auf der Couch. Ja, das war... Voll aufs Maul. Der ist stark, der ist übermächtig. Er hat bestimmt irgendwelche Steroide genommen von Duke. Ich glaube, gleich sind wir wieder bereit für Duke. Ich glaube, die Steroide sind im Duke die einzigen Duke, die mit irgendwas mit Duke heißt. Hör auf, dir ins Gesicht schlagen zu wollen. Du bist der Linke. Ich habe ihn schneller geschlagen, als das Dreieck kam. Aber er hat ein Dreieck gedrückt. Hast du gesehen? Ja. Das ist ein Kreis. Die Kratos! Drück dir den Kreis! Ich glaube, der Mann ist echt ernst, der Junge. Ja. Oh, jetzt aber. Das war doch fies. Der ist ein Roboter! Oder irgend so ein Zyklop. Und Zyklop ist er wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt Samuel Jackson hinzu. Oh oh. Oh ne, da hat ein Bild davon, aber es war schwarz. Wie er guckt! Das heißt ja, die Fischköpfe kosten 3,80 Dollar. Danke. Die englische Dame wollte, dass ich hier loswerde. Aber ich bin ein guter. Ja. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Clever irgendwie. Die Typen mit seinen Skills. Jetzt meinen sie, dass ich ihnen was schulde. Oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Ihr Arm, wie soll es? Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheiß Dreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und ein Geschäftsmann! Ein bisschen Respekt, bitte! Echt? Na gut, noch einmal. Wo ist Iran, ja. Nathan? Da links. Mich foltern, wie sie wollen. Okay. Da? Okay. Kann da, der Linke, ist der Kronenweiße. Mal sehen, ob ihr vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht. In seinem Alter. Was so viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lass mich in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr dich an? Alles gut! Mhm. Jetzt amüsiert ihr uns ein bisschen. Wie viel Gas war die Y? Fragezeichen, ja. Fragezeichen. Von A, Kreis, Dreieck. Ich wollte nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? So, der ist ein Kreis. Ich rede mit
Was sind noch mehr Weiße? Alles Quotenweiße. Die haben eine hohe Quote. Das ist halt ein sehr realistisches Spiel. Easy. Ah, mit dem Hammer! Das war einfach überzogen, brutal. Stell dir das mal echt vor. Guck mal, ich mach auch den Werf-Move manchmal. Ich hab das nämlich gelernt im Tutorial. Von cleveren. Mir scheint, die Weißen haben hier eine coole 50% Quote. Der ist so derbe drauf, ey. Dann fahr ich allen aus und haut in alle Richtungen. Na, das war der erste Treffer, den ich kassiert habe. Das stimmt, glaube ich. Und die sind im Kampf schon. Guck dir das Video an. Ich bin ein Meisterkämpfer. Mit dem Uppercut. Jawohl! Kann ich auch so einen Reifen auf einen drauf tun? Dann kann er sich nicht mehr bewegen. Wie sieht's so gut bei den Teufeln? Genau. Hier, komm, mit den Reifen. Der Flöffel geht gut. Why? Wer ist das? Qui-Gon Jinn. Was ist das? Das ist süß. Ja, du kannst auch schon oft die weiße Variante, die wir haben. Du weißt, wie es aussieht. Und so wie wir sich bewegt haben, dürfte auch das gleiche. Irgendwie einfach nur das Charaktermodell geändert und sonst alles gleich gelassen. Krass, er muss doch auch ein ziemliches Ego haben, oder? Nee, ich finde es. Ja. Dann hast du da so 11 Leute zu mit dem vollsten K.O. zu. Ja, eben. Wenn du so einen derben Raum voller krasser Muskelprotz, die nichts anderes in dem Leben gelernt haben, als dicke Schläger zu sein. Weißt du ja gar nicht. Vielleicht hat jemand von der Jura studiert. Oder Betriebswirtschaftslehre. Das ist keine gute Leute. Da hinten. Oder soziale Arbeit. Gebärdensprache. Erfahrene Linken. Piraten. Wirtschaftskommunikation. Oh Mann, du hast ja erst, ich dachte, du hast schon längst aufgehört. Das geht gar nicht. Nee, musst du haben, diese komische Leiter. Medizin. Boah, ist der stark! Er ist auch einfach ganz leicht. Vergleich mit der Religionswissenschaft. Hast du dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt? Mit Religionswissenschaft? Studienmöglichkeit? Nein. Das sind ja alle Sachen, die mir so spontan rein. Vergleich mit Religionswissenschaft finde ich ganz gut. Ich glaube nicht, dass du stehen sollst. Ja. Und schon, jetzt? Gleich zur Tür. Immer zur Tür. Von draußen vom Walde komme ich her. Es ist ein U-Boot. Ja, ja, natürlich. Das wäre ja dann dein Waffen-U-Boot umstellen. Propangas. Sieht einfach gut aus. Sollte man auch mal so tragen auf der Straße. Ja. Lifestyle für Boys and Girls, der Waffengürtel aus dem Leben. Jetzt für alle Altersgruppen von 3 Monaten bis 42 Jahren, danach ist Schluss. Davor auch. Ach, davon hast du mir erzählt. Ja. Schifffriedhof. Da muss ich viel töten. Und da kommen böse Jungs auf mich zu. Ja. Das ist aber ein ganz geiler Schiffsriemen. Auf jeden Fall. Also jetzt wollen wir das Hübscheste hier. Genau. Also die Magma in Frankreich. Französische Magma. Das ist so langsam gefallen. Das war überhaupt nicht schlimm.
Französisch. Ich verstehe nicht, warum du nicht bis zum letzten Moment warst. Das musst du doch noch von Donkey Kong kommen. Donkey Kong ist schon wieder so lange her. Ich wünsche mir so sehr Donkey Kong zurück. Ich verkehre das ein bisschen. Das ist die erste Session, die wir jetzt gesehen haben. Das ist ein riesiges Schiff, das ist. Alter, das sind solche Rohre, da will ich mir echt nicht dranhängen. So, ne? Wegen Infektion? Nein, wegen derber Labilität. Das ist kein Rohr. Kann man nicht so bekleiden. Eine Ankerkette. Ja. Ziemlich dicke Ankerkette. Ich hätte jetzt Lust auf einen großen Wal, der mich nach Hause führt. Ich muss das Abenteuer nicht mehr erleben. Ja, das müsste ich voll rutschig sein, diese Kette. An der nächsten Stelle würde ich jetzt echt mir wieder einen dicken Wal freuen. Nee, dann will ich auch in die große Stadt. Schau ich ja noch. Das ist nicht Wal. Hm, ganz klar. Hier hochklettern. Nein. Wave Race. Das ist ein böser Boy. Das ist ein Stormtrooper. Nein, wirklich. Nur ohne Rüstung. Ja, klar. Ich weiß das Tutorial noch. Das ist halt die Dose runter, oder? Vor allem, das ist jetzt irgendwo anders. Haben wir jetzt einfach so einen Typen der niedergemacht. Ja, sicher, sicher. Das ist eine große Pirateninstitution. Das stimmt. Fett organisiert. Wir haben sogar ein ehemaliges Stormtrooper eingestellt. Guck, da hinten schon wieder einer. Ganz viele, drei. Ich sehe sie doch selber. Du glaubst nicht, dass das Stormtrooper ist. Nein, das ist auch einfach nicht wahr. Stormtrooper gibt es zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Hm? Wo sind da noch? Da ran? Ich meine den Hintergrund. Ich erspringe mir zu. Da kann ich rein. Das ist doch Wasser. In den Sack. Mit einem Gewicht an den Füßen. In den Sack. In den Sack. Das sollte man nicht geben lassen. Das ist zu weit geworden. Das eben haben wir noch nicht gesehen. Aber alles gut. Ich habe mich angefangen, geladen zu werden. Trotzdem, ich bin jetzt relativ erfolgreich. Ja. Aber da kommen echt fiese Schweine. Ja, da liegt die Tür auf eine ganz gute. Ja? Also, kam mir das irgendwie nicht so vor. Jetzt ist die Position weg. Das haben die wohl genauso gesehen. Das ist sagen würde. Wie krass ist das eigentlich, dass das Spiel so unglaublich flüssig läuft. Ja. Aber es ist halt hier auch so, es ist halt der Beeindruckung, dass du so ein Areal hast, in dem du gegen so einen Gegner kämpfst und mega die Freiheiten hast. Aber trotzdem ist es halt nicht so, durch die Situation auch und durch die Skripte, nicht so richtig. Okay, jetzt reicht es mal. Das war der letzte. Und jetzt soll ich mal andere Kerle. Kann ich hier drin nicht benutzen? Ja. Das war gut, das Geräusch. Mit der Wasserexplosion.
So eine neue Handknarre. Oder... Bin ich wieder hier? Einmal im Kreis geschwommen. Da finde ich nur Schutz. Überall. Das waren zu viele Seiten auf einmal. Die kann ich nicht bedienen. Tut mir leid. Für jeden ist nur ein bisschen Blei im Kopf zu haben. Kann ich hier dieses Schiff mal ändern? Das scheint mir eine der zentralen Problemstellen zu sein. Zum Beispiel deinetwegen. In den Fuß. Oh ja. Oh. Und hier oben ist auch noch was los. Das ist geil, oder? Upsi. Ich hatte gerade MC Hammer. Was ist das hier? Was ist das? Okay, jetzt ist er einmal hinüber. Okay. Oh, die schwimmen. Nee, kein Wunder, dass es in so einem einfachen Problem ist. Weil, wenn ich mir durchaus vertrauen wäre, dass er das Gummi allein löst. Rotpistole? Die ist halt eine Entferne, bitte. Okay. Hier ist der MC Hammer, ist wieder da. Nee, das ist die, die wir weggelegt haben. Okay. Oh. Da hängt es in den Hügel. Ja, wir schießen. Wow, so schlecht. Oh, der war massiv dumm. Naja, der wurde von einer Menge Fuß getroffen. Mit dem Geruch vom Pangas am Morgen. Ja, das gesagt. Ja, nee. Wow. Ich noch. Nein! Das war alles normal, ne? Ah, oh, nee, es gibt nur Respawn-Punkte, oder? Ich liebe eine ganze Menge hier. Hier, so, aber stell dir mal allein die Szene bis jetzt vor mit deinen Skills vom Anfang. Ja, das wird problematisch gewesen. Das war cool. Das ist der beste Tod bisher. War eine schöne Distanz drin. Die Kurve war super. Mit der Granatenexplosion im Rücken. Eigentlich ganz schön clever, dass du dich in die Schussbahn reinschubst. Ja. So. Da müssen wir nur die Perspektive nochmal einbauen.
viel zu klein, nicht wenig, weil das sehe ich doch. Boah, der mich überrumpelt. Da kommt der Dicke. Siehst du? Nee. Oh, das war nicht so weit im Norden. Sehr viel Spaß. Checken auch nicht, dass sie damit eigentlich ganz schön die Karten spielen. Ja, überhaupt nicht. Das finde ich gut, dass sie auch echt das Dreieck drücken. Ja. Kein guter Ort für so einen Faustkampf. Eigentlich auch für beide nicht. Wie viel Vertrauen hat er in die Schussfertigkeit seiner Kumpel? Mike darf er. Das ist genau wahr. Okay, ja, nochmal hier MC Hammer. Mach den da oben erstmal. Und dann Schütz. Ah, ihr Schütz. Nein! Wie konntest du das nicht sehen? Habe ich eigentlich gesehen. Das ist ein stabiles Schiff. Geh doch mit Kacken nach links. Offenbar behindert ihn die Reling am Sterben. Ja, das ist ganz gut gemacht. Ja. Er ist sogar zurückgeflatscht dafür für die Filmmove. Hast du gesehen? Ja. Ich kann ihn nicht, er kann mich nur. Muss ich noch eigentlich genug distracted haben? Habe ich nicht. Oh! Das Video ist schon vorbei, schon lange.